Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja. Na gut, komm. Drei Champion Start. Neuer Patch, neues Glück. Das heißt, wir werden mal ein bisschen auf die Suche gehen. Lulu-Änderungen sind ganz cool. Jeder dritte Cast hat deutlich besseres AP-Scaling. Ansonsten, Kayle ist interessant. Karthus wurde auch gechanged, das heißt, Pentakill wurde ein bisschen verändert. Das könnte ganz interessant sein. Und ansonsten wahrscheinlich am ehesten Punk, ne? Die großen Profiteure des Patches. Punk könnte ganz gut sein. Am liebsten natürlich mit Punk Spatula, ne? Ah, vielleicht ist das hier schon das Zeichen für Pentakill. Oh! Nevermind, it's Lulu Reroll. Ja, wir müssen ein bisschen auf die Items achten. Aber ich kann mir tatsächlich, also Lulu fand ich vorher jetzt schon nicht terrible. Das ist ein guter Superfan-Start, so, sonst wird es oft sehr schwer, sehr. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir hier was machen können, ne? MF wurde übrigens auch ein bisschen gebufft. Bisschen besseres AD-Scaling. Primary Damage wurde verbessert. 295, glaube ich, es waren vorher 285. Ja, das ist schon die erste Träne. Ich denke, wir sind hier Lulu. Ich hätte aber gerne einen Frontliner als Headliner. Aber eigentlich jetzt nicht Vi, ne? War schon echt turbo-weird hier. So, neue Units? Nein. Ist kein neues Set, nur ein neuer Patch. Jinx-Rio mittlerweile turbo-broken. Ja, ich glaube, da sind wir wieder beim Thema etwas niedrigerer Elo-Bereich. Da macht sowas natürlich auch nochmal mehr aus. Oh! Okay. Halt, stopp. Ist es legal, hier Heroic Grabback zu spielen und Lulu 2 zu forcen? Und wenn ja, gewinnt mir das Games? Probably nicht, ne? Kann ich hier jetzt Punk gehen? Nee, ne? Nee. Natürlich wieder viel zu viel Zeit gelassen und dann am Ende keine Zeit gehabt für irgendwas anderes. Aber ich hätte eh kein gutes Line-Up stellen können. Ist auch nicht so schlecht, als Erster beim Karussell dran zu sein, damit wir unsere zweites Mana-Ding kriegen. Ja, die Superfans wollen nicht, ne? Schon sehr weirdes Lineup jetzt. Aber wir haben halt den einen oder anderen, der hier eine Runde punken geht. Halt, stopp, was? Der ist 100% mit Level 6. Mit Level 3 meine ich. Mit einfach zweimal Jinx und einer Vi. Er kann natürlich einfach lucky schwache Gegner gefaced haben.
Aber da gehen die Alarmanlagen natürlich sofort an, ne? Strength resettet worden oder Smurf? Ich spiele immer auf dem hier gerade. Nur auf dem Trader-Count seit Weihnachten nicht mehr gespielt. Seitdem ich Challenger war. Sollte nicht heute ein neues Set kommen? Nein, war nie geplant. Ist einfach nur sehr verwirrend für euch, weil ihr gewohnt seid, dass der Battle Pass endet, wenn das Set endet. Das ist aber diesmal nicht der Fall. Ich werde schon eine Träne kriegen irgendwann, oder? Achso, Set 3.5 kommt morgen, ja. Aber es ist halt ein Zeitmodus. Das Luna-Event. Okay, aber habe ich jetzt wirklich keinen einzigen Superfan in meinem Leben jemals bekommen? Bruce Banana, du kannst einfach im Battle Pass schauen. Da, oder bei TFC-Seite einfach. Da siehst du, wann Set 3.5 kommt. Eben stand da, glaube ich, 11 Stunden. Also, wenn wir morgen Set 3.5 spielen. So, der spielt jetzt auch einfach Punk mit Spoils of War Full Loose Streak oder was? Was ein Clown. No Font natürlich, aber. Wir nehmen natürlich damit jede Möglichkeit zu streaken. Also macht wirklich mit Spoils of War überhaupt keinen Sinn. Ist es hier dann doch Hardstyle? Was ändert sich dann? Es gibt eine neue Champion Zone? Nein. Ganz normaler Patch. Kein neues Set. Alles wie immer. Ja, das Problem ist, ich würde die Superfans ja eigentlich sogar bis zum Ende spielen. Umso ärgerlicher, wenn man sie gar nicht findet. Ich würde sagen, die mangelnde Durchsetzungskraft von meiner Lulu Tooster zeigt aber auch, dass es gut war, dass wir nicht für diese Compta gegangen waren, die ich kurz angezeigt hatte. Ja, das will einfach nicht. Ja, wir haben trotzdem zumindest 3 Lulus, ne? Level 7 könnten wir recht strong werden. Alles gut, kann ich voll verstehen. Jetzt schon zu lesen, wenn man selbst nicht spielt, ist schon sehr ambitioniert. Ah, Seraphine 3-Star fühle ich hier nicht so.
Ja, also ich will auf jeden Fall einen Blubberfluh da haben. Beim zweiten Item überlege ich, ob ich flexibler bin, weil ich könnte ja zum Beispiel auch Spear spielen. Na, also Blubberf Spear. Nashor's Tooth meine ich. Was für Spear. Komplett am Trollen. So, hier freut sich gerade einer, dass er ja so Threester so easy kriegt. Das liegt zum großen Teil auch daran, dass halt eben der Rest der Lobby irgendwie sehr punkverliebt ist. Deswegen natürlich sehr viele One-Cost auch einfach schon raus sind. Aber da sahen wir jetzt gar nicht so bad gegen aus, ne? Imperism hier schon sehr, sehr gut jetzt. Ja, wahrscheinlich müssen wir uns ein bisschen von der Superfan-Idee hier verabschieden. Dann spielen wir wahrscheinlich Blue Rabadons, Nashor's Tooth, ne? Oh mein Gott. Ich spiele einfach eine Item-Payout-Runde. Payout-Runde. Und ich habe noch kein einziges Item geslammt. Ja, ja. Upsi dupsi. Ich spiele dir übrigens Lilia über Tarm natürlich. Damit du erst Sentinel procs. Hast du noch die Off-Chance hier, vielleicht später in KDA zu gehen. Aber der Twitch-Chat hat offensichtlich auch geschlafen. Ja, das ist auch meine Ausrede. Scheiß Twitch-Chat! So, und der Third Cast Damage ist jetzt so hoch wie der Second Target Damage sonst ist. Plus er CC'd halt, ne? Ist okay. Ich weiß auch nicht, wo die Superfans hin sind, ne? Keinen einzigen jemals gesehen. Wirklich crazy. Was heißt, was spiele ich denn dann am Ende hier? Spiele ich trotzdem KDA? Ich könnte ja Ahri Seraphine spielen, ne? Ahri hier. Dann Zek Illaoi oder so. Blitzcrank. Echo Blitzcrank. Zek Illaoi. Klingt auch nicht mehr als okay, ne? Aber jetzt schon ein Freund von Ludo. So ein Nashor's Tooth und direkt ist das ein Champion. Okay. Ja, leider ein HP zu viel. Um Safety-Trainer zu sichern. Ein Trainer auf Kale könnte durchgehen. Nice. Blubberfludo ändert so viel, ne? Statt alle vier Autotext alle drei zu ulten. Was mit Hyperpop in Massen? Ja, auch noch so ein Thema, ne? Boah. Wäre jetzt schon sehr juicy. Aber wir wollen schon gern Lulu spielen, ne? Kann ich hier Winstreak halten? Mit KDA nur? Maybe, ne? Nein, ausgerechnet die KDA-Unit ist nicht auf dem Feld.
Inter Mailand. KDE Units kriegen ja die doppelten Werte. Wir haben noch die MR Reduction nicht auf der Seite der Ludo gehabt. Boah. Wurde nicht genau das gechanged? Einfach Ferris. Du hast gelevelt und nicht verloren. Seid ihr stolz auf mich? Ja, Ludo sollte schon weiter links stehen, ne? Die meisten stehen mit Carries oben rechts. Nicht mein Streamer. Hey, hey, hey. Carina, auch dein Streamer darf improven. Aber wie fühlt es sich jetzt an? Ich würde sagen, ganz gut, ne? Also Lobby ist ein bisschen weird, weil hier auch viele irgendwie Punk probieren, glaube ich. Also ich, ist zumindest mein Eindruck, dass es ein bisschen wilder ist. Aber es schon, macht schon was, ne? Vor allem, ich spiele die ganze Zeit ohne Headliner in Stage 3. Dafür läuft es echt überragend. Vielleicht doch noch Seraphins Restar, so als kleinen Boni. Kannst du vielleicht mal erklären, was und warum du was machst, was verstehe ich, spiele doch nicht so ganz. Ja, dafür fehlt mir heute wahrscheinlich ein bisschen die Power. Heute ganzen Morgen an den Patch-Notes geschnitten. Wenn du allerdings gerade grundsätzlich ins Game reinschaust, dann empfehle ich dir sehr diesen Guide. Der erklärt eigentlich so die ganzen Konzepte quasi rund um TFT. Und ist damit hoffentlich genau das, was du gerade suchst, um den Einstieg in dieses Game noch entspannter und noch schöner zu haben. Wait. Ja, das, was tatsächlich jetzt in der Comp cool ist, ist, dass es hier sogar noch den, es gibt ja noch den Ausweg, ne? Wenn ich zu viele AD-Items kriege, spiele ich ja Kali. Der neue TFT-Patch ist schon da. Wenn du das neue Set meinst, dann erst in einem Monat oder zwei. Und wenn du Set 3.5 meinst, dann irgendwann heute Nacht bei uns. Ah, das ist nicht so cool, ne? Kann ich Lulu Akali spielen? Ich kann die TFT aber sehr ans Herz legen. Es ist wirklich ein fantastisches Game. Bin immer wieder sehr, sehr glücklich, es zu spielen. Okay, jetzt hätten wir die Lulu. Es gibt so eine Dark Tech, dass wenn man drei Ludos auf dem Board hat, die sich gegenseitig mit Hyper Pop so buffen, dass sie nicht mehr auto-attacken. Aber wie ihr sehen könnt, sind zwei Lulus insane. Vor allem, wenn sie unterschiedlich Mana haben.
Ja, Marcelino, da empfehle ich dir sogenannte Tierlisten. Beispielsweise hier einfach die von Sodo-Gesang. Da siehst du quasi Kommvorschläge. Eingeteilt in Tiers. Die oben sind die besten, die unten die schlechtesten. Um dich daran ein bisschen zu orientieren, was dich davon anlacht, kannst du quasi spielen. Aber für den Anfang empfehle ich dir auch einfach, kommst dir irgendwie so ein bisschen straightforward sind. Beispielsweise einfach 6 Bruiser mit einem Olaf Headliner. Da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, weil du einfach jeden Bruiser kaufst, der irgendwo im Shop ist. Okay, aber das sieht sehr gut aus, ne? Ich bin ja noch gar nicht fertig gescaled oder so. Ich spiele ohne Akali, ich spiele ohne Lulu 3, aber diese Double Lulu-Com gefällt mir sehr gut. Ich drück dir die Daumen, Marcelinho. Das ist eigentlich Lenio, ne? Marcelinho ist einfach direkt Hertha-Spieler, ne? Rund um 2000. Schon eine Ecke her. War jetzt schon Bock auf Six, oder? Wegen Hyperpop? Der hat leider auch Bock drauf. Naja. Ah, der kriegt tatsächlich Spear. Was mache ich denn überhaupt? Ich brauche jetzt gar keinen. Wenn ich jetzt doch Superfan spiele, dann brauche ich gar kein letztes Item. Auf ihr. Lass mal gerade überlegen. Die beiden funktionieren. Dann kommt da Kadi drauf. Und dann spiele ich eigentlich 5 KDA zum Abschluss, ne? Ari, aber dann bin ich auf 4 Spellweaver. Das gefällt mir nicht. Was ist die Alternative? Ich spiele Akali für Seraphine. Bin auf 2 Spellweaver, 4 KDA, 3 KDA. Spiele Akali, bin 3 KDA. Spiele Kragas, bin 5 Spellweaver. Und spiele Laui als Finisher. Gefällt mir. Fuck Seraphine. Zocke seiner Monat wieder total Fußballmanager. Da war Marcelino in seinem besten Fußballalter. Alter. Good old days. Good old days. Okay, den Play kann ich jetzt noch nicht machen, aber bald. Ich weiß nicht, ob ich Annie irgendwann brauche. Das ist gar kein Sinn, vor der Creep Round tief zu rollen. Schon sehr cringe hier. Aber ist okay. Ja, ich hätte nicht AP nehmen sollen, ne? Wenn ich hier statt AP was Sinnvolles nehme, bin ich probably fine. Aber ich finde mein Endboard eigentlich ganz witzig. Ich hätte hier Crit nehmen sollen. Infinity Edge für Akali. Dann habe ich Akali mit Red Buff, Infinity Edge. Und dann hätte ich am Ende aus der MR nochmal irgendwie ein BT machen können oder so. Dann wäre ich probably im besten Slot ohne Executioner. Na komm. Okay. Ja, schon. Also, Ludo macht doch einfach Spaß zuzuschauen, ne? Okay, Ludo 3-Star. Und jetzt ist der Plan das hier. Was nicht halb so cool ist, wie ich dachte, weil das ist ja 3 Spellweaver und nicht 5. Okay, und dann ist mein Add auf 8 halt eben Milaui. Und dann spiele ich nur Lulu Backline. Okay. Doppelt und dreifach gepunished. Ja, überzeugt mich alles nicht so.
Ja, ich habe überlegt, ob ich jetzt hier nochmal auf Akadi gehe. Aber ich glaube, das ist es einfach nicht, sondern ich glaube, es ist jetzt einfach hier noch ein Backline-Champion, der einfach komplett durchgetackt wird. Das ist quasi Ahri in Disguise. Nice. Ja, letzte Unit Ahri wäre halt fun, ne? Dann hätten wir halt irgendwie alles. Aber fühlt sich natürlich nicht so cool an, auf Level 9 dann keine Legendary zu spielen. Auch wenn die Trades dann natürlich nett sind. Das heißt, ich droppe stattdessen Seraphine. Ich droppe Seraphine Akali. Seraphine Ahri. Auf 9 und spiele 6 Illaoi. Ich glaube, es ist sehr gut. Das ist sehr cool. Levetnik war sehr close. Aber ist cool, ne? Also die Comp hat viele Breaking Points. Du hast außerdem die Option, ja Seraphine 3-Star stattdessen zu spielen, wenn es richtig bad läuft und du nicht 3-Cost-Rio spielen willst, sondern 2-Cost. Du hast die Option, auf Akali zu wechseln, wenn du nur AD-Items hast oder halt Oldschool Oldschool wäre Ahri Akali. Du kannst es aus dem Superfan-Start spielen. Du kannst es aber probably wegen Kragas auch halbwegs aus dem Bruiser-Start spielen. Ich meine, Ludo war letzten Patch schon fein. So, das Problem war halt einfach nur, dass sich dieser dritte Cast halt so nach Bestrafung angefühlt hat. Was ist los? Ja, Twin Tower gibt kein Crit mehr. Aber ist natürlich trotzdem ein guter Limit-Test, wenn das jetzt wer anders gerade mal testet, wie gut das da noch ist. Boah, ich bin schon deutlich stärker, wenn ich hier das Level abnehme, ne? Weil das ist ja jetzt KDA 5 statt 3 und Spellweaver 5 statt 3. Ja, ich glaube, der 6 ist hier auch einfach wichtig, weil wir... Also, wir haben ja Hyperpop. Ah, ich muss die besser positionieren, ne? Wer kriegt hier gerade das Mana? Der Cannon. Hm, Positioning wegen Hyperpop dann schon wichtig. Wahrscheinlich Echo, Nico, Ahri sollten... Nee, in dem Fall noch Seraphine. Sollten profitieren. Zwei Closest Allies. Bringen Attack Speed und Mana. Ja, ja, das sollte... Vielleicht ist es hier sogar schon Ahri. Boah! Ja, ist fast schon witzlos, ne? Aber es ist das nächste Mage-Item. Ich kann es ja auch nicht ändern. Ich kann Seraphine neu rollen hier. Geht's mit der AP? Ja, dann bleibt Morellus auf. Achso, das ist ja 6 Illaoi am Ende, ne? 6 ist mit Morellus schon ziemlich cool. So crazy. Na gut. Ja, dann bleibt Spear, Rabadons, Morellus und dann wird es 6 und dann wird es Rabadons, Akali. Ich meine, sie macht ja anyway damit auch 20% Bonus Damage, ne? Ist schon fein. Warum habe ich das nicht kennengegeben? Nicht Echo gegeben, sondern kennen.
Ah, vielleicht ist der Effekt bei Ken sogar gerade größer, weil es CC ist. Worst case kann ich den einen Ken auch nochmal sellen. Oh, Ilari 2, Gen 2, Ezreal 2, Lucian 2. Upthrops scheint ganz gut. Wurde gechanged. Mhm. Ich glaube, der gewinnt die Lobby. Ja, wir denyen auf jeden Fall mal Ezreal 3-Star. Ich verstehe gar nicht, wer pinkt. Ach, es pinkt. Ja. Ich glaube tatsächlich auf Aries Morelos nicht so gut. Da habe ich es lieber auf Seraphine. Oh, es ist close. Der geht gar nicht für Ezreal 3. Oh, ist schon ein bisschen ärgerlich, ne? Ich würde einfach den 6 nicht und ohne 6 will ich ja eigentlich auch nicht auf Ilari changen. Akadi die Ult nicht durchkriegt. Kostet so viel. Seine Samira hat komplett durchgecastet. Durch mein CC, aber es ist tatsächlich egal gewesen. Jetzt schätze ich die Frage, ob man hier noch auf ein Last Item auf was anderes wartet. Ein Lifestyle Item wäre schon wichtiger, ne? Ich würde was Besseres finden. Bei Ghostfight bin ich winning. Das Beste, I guess. Ja, selbst mit Ilari 2 würde das hier nichts werden, ne? Six 2 wäre halt huge, aber ist leider sehr weit weg.
Bondi Lowy ein. Oh mein Gott. Kali geht auf Lucian. Lucian, glaube ich, am gefährlichsten ist. Das CC-Team. Let's go, Mann! Ist das crazy? Was ist denn das Ceiling dieser Kampf? Ist ja komplett absurd. The fuck? Ist ein bisschen weird, aber die Idee ist, die Crash des Dummies weg von Akali zu kriegen. Was nicht geklappt hat. Das wird trotzdem fein sein, ne? Jetzt kommt der CC. Ah, ist positionmäßig echt schon vieles dabei hier. Wenn der gute Items hat, bin ich echt fucked. Ich darf ja leider Six und Ludo nicht zusammenstellen. Wenn die Ansätze von Esri gewonshottet werden. Was ich jetzt nicht so pralle finde. Schon ein bisschen weh. Das ist hier sehr bitter, dass die Lowy sich vorgedrängelt hat. Wer kriegt hier das Mana meiner Hyper-Pop-Units? Lowy? Ist okay. Oh, yes, baby. Yes. Leider keine Chance, ne? No! Minus 4. Ah! Ja, ich muss sagen, der Sonya Spirit Visage Luschen am Ende war natürlich sehr, sehr toxisch. War trotzdem sehr, sehr nice. Also Reroll fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich meine, wir haben hier gegen jemanden verloren, der sehr viele Hardsea-Stacks hatte, ne? Der hatte Hearthdrops und hat damit auch Warless durchgespielt. Also da sind sehr, sehr viele super-duper-Items dabei gewesen und dafür war es krass. Also muss man echt sagen. Und der andere hatte irgendwie 60 HP. Also ich muss sagen, Lulu Reroll nach dem Änderung wirklich strong. Ich würde hier nicht nochmal eine Schuss-Tuf gehen. Ich glaube, es ist sehr bad, wenn man Superfan geht, aber ich dachte, ich spiele ohne. Raven sollte hier immer Strap besser sein. Akali als Fallback-Option, Seraphine als Two-Cost-Rio-Comp. Ich denke, das könnte ein bisschen die Comp des Patches werden. Zumindest eine, die man auf jeden Fall im Blick haben sollte. Hier natürlich Three-Cost-Rio auch besonders angenehm, weil hier, ne, Urgurts Wex-Spieler noch aktiv sind, Samira und so. Immer wenn sowas gespielt wird, sind natürlich mehr Three-Cost-Champions raus. Das heißt, es ist noch leichter zu hitten. Meine Empfehlung an euch. Peace. Euer Johnny.